Herzlich willkommen zurück bei der Küchenfee Maya und wir schauen uns jetzt ihr Hoheitsgebiet an. Die Küche. Genau, da geht's hin. Ach du liebe Zeit. 6. Januar haben wir. Wir haben Tres Bien und wir haben die Küche. Da sind wir, die berühmte Küche des Tres Bien. Ich bin hier auch zum ersten Mal. Ist klar. Cool. Was? Irgendwie seltsam hier. So viel steht fest. Herr Armstrong wird bald wieder hier sein. Lass uns schnell machen. Okay, los. Wir sind auf geheimer Mission auch noch. Leg dich auf den Herd. Was? Ach, Quatsch. Erstmal die Messer gucken. Ah, das ist eindeutig ein französisches Restaurant. Diese Gewürze kenne ich nicht. Ah, toll. Hey Nick, da drin ist Austernsoße? Was ist das? Ist das nicht typisch chinesisch? Oh, guck mal. Da auf dem Tresen. Wo kommt das denn her? Mein Macadam, ja. Was hat das denn da zu suchen? Hm, tatsächlich. Magenta in die T-Online-Tasche gesteckt. Das ist ja mal ein Ding. Da darf er uns aber mal was erklären. Das ist eindeutig einfach ein französisches Restaurant. Ich kenne die Gewürze nicht. Na, willst du wohl. Das kennen wir schon. Was? Echt? Ach so. Ja, ach so, ach so, ja, ja, stimmt, stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Das typisch chinesische halt, weißt du? Ja, 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 ja. Käsekuchen? Käsekuchen? Ja, dafür ja. Dafür braucht man doch kein scharfes Messer. Nicht. Toll, dasselbe. Es war nicht dasselbe. Was ist das? Ja, ein bisschen Käsekuchen noch. Naja, guck mal hier. Ich liebe Käsekuchen. Jetzt hab ich Hunger. Da sind noch kleine Flaschen. Was ist das? Sieht wie eine Schatzkiste aus. Oder so. Wow! Sieh dir diesen ganzen Flaschentyp-Zeug an. Oh, das sind Aromatherapieöle. Öle von Seitenbach. Er hat so viele, dass sie den halben Boden bedecken. Mal sehen. 1, 2, 3, 98, 99, 100. Die sind alle gleich. Hey, warte mal. Was ist denn? Diese Flasche hier sieht anders aus als die anderen. Hm, da hast du recht. Und ein Etikett hat sie auch nicht. Und sie riecht noch nichts. Hm, was ist denn das für eine Flüssigkeit da drin? Hey, Nick, die sollten wir uns mal ausleihen. Er hat so viele Flaschen. Der würde diese eine schon nicht vermissen, oder? Hm, kleine Flasche zur Gerichtsakte hinzugefügt. Oh oh. Wir werden fündig. Einfach klauen hier. Genau. Das ist wie bei Sherlock Holmes. Der klaut auch alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Also dann, das nenne ich mal einen großen Spiegel. Ich wette darin, macht er sich immer hübsch. Hm, da liegt ein Buch auf der Kommode. Clarice Armstrongs Gute-Nacht-Geschichten. Nicht unbedingt ein Kandidat für den... Was? Pulitzerpreis? Pulitzerpreis, ja. Was ist das? Ah ja, ja, eine große Auszeichnung auf dem Gebiet. Ah, sieht ja wie ein selbstgeschriebener Gedichtband aus. Gedichte? Ah, oh, cool. Lies mir eins vor. Oh nein. Aber mit deinem besten französischen Akzent. Mit Gefühl. Okay. Oh nein. Du weißt, was jetzt kommt. Okay, hier ist eins. Es heißt... Printemps. Zwei wie Schauspieler aus einem Film, den Kaffee nicht getrunken, süßes Nichts, süß schnell an diesem Samstagmorgen. Der dumme Cocktail so lecker, nimm den letzten Schluck Tee und ich weiß, was ich tue. Ich muss lügen, ich muss. Hä? Das war's? Yep. Das ist ein Gedicht. Für dich. Merci. Sehr schön. So, was können wir uns denn hier noch angucken? Was sollen diese Vorhänge? Keine Ahnung, aber sie verleihen der Küche eine richtig heimische Atmosphäre. Hm, besonders die nach einer ganzen Weile stinken müssen. Vorhänge. Wenn ich ein Kochtopf wäre, würden mir diese Vorhänge echt gefallen. Hm, was soll man da noch sagen? Nichts mehr außer den Kopf schütteln. Die müssten schon richtig braun sein. Ja.
Riecht das gut. In dem Topf köchelt irgendwas vor sich hin. Bestimmt Hummer und Abalonenfrikassee. In Balsamico-Zigaretten. Zigarette. Hab ich das nicht gerade zum Mittag gegessen? Möglich. Was du da hattest, ist das einzige französische Gericht, das ich kenne. Toll. Tja, war es das? Würde ich sagen, ja. Oder? Eigentlich ist er Chinesen. Ja, eigentlich ist er ein Misch aus allem. Das ist eindeutig ein französisches Restaurant. Weißt du, warum ich das weiß? Ich kenne die Gewürze schneller. Nicht. Schneller. Das ist Austernsoße. Bla bla bla. Hier sind keine Hinweise. Okay, dann bewegen wir uns wieder. Bewegung. Zurück ins Träsbien. So. Reden können wir mit ihr? Nein. Wir können dir nochmal die Flasche zeigen, die neue. Ihr? Ihr, zeig mal die neue Flasche. Hier, guck mal, das ist die Flasche. Und das Macadamia können wir hier noch zeigen. Sieht anders aus als... Maya, kannst du mir... Tut mir leid, Nick. Ich bin jetzt Kellnerin. Ich habe einen Haufen Arbeit, um den ich mich kümmern muss. Naja. Cool. Super. Ja. Hat mir nicht geschmeckt. Zurück in die Küche. Ekelhaft. Na super. Tja, das war wohl ein Satz mit X. Macadamia, willst du ihn nicht zeigen? Warum? Ja, weil wir es gerade gefunden haben. Ja, aber das ist... Na, siehst du? Hm. Hätte mich jetzt aber auch gewundert, wenn sie da jetzt irgendwas zu gesagt hätte. Und das Profil von dem... Das könnten wir ihr zeigen. Glen Egg? Auch das nicht. Sie ist jetzt Kellnerin. Ach, Maya. Sie ist jetzt nicht mehr unsere Maya. Du bist... Geh. Geh Klo putzen. Genau. Tiefer, Maya, tiefer. Und spülen. Genau. 6. Januar, Polizeirevier, Kriminalabteilung. Hey, du kommst genau zur rechten Zeit. Was gibt's, Inspektor Gummischuh? Das Labor hat sich bei mir gemeldet wegen der Zeitung, die du mir gegeben hast. Er muss die Sportzeitung mit der handschriftlichen Notiz meinen. Ja, natürlich. Und? Was haben Sie herausgefunden? Hat die Analyse irgendwas ergeben? Sie meinten, das Gekritzel ist vom Opfer. Glen Elk. Ganz eindeutig. Ich wusste es. Das Opfer nahm die Zeitung am Tag des Mordes mit ins Restaurant. Aufgrund der bestehenden Tatsachen gehen wir jedenfalls derzeit davon aus. Sportzeitung wieder zur Gerichtsakte hinzugefügt. MC Bomber. Irgendwie kommt es mir so vor, als hätte ich den Namen schon mal irgendwo gehört. Naja, wird mir schon wieder einfallen. Vergiss nicht, mir über alles zu berichten, was du im Restaurant findest, okay? Seit wann nehme ich eigentlich von Gummischuh Befehle an? Andererseits, ich glaube, da gibt's wirklich etwas, das ich ihm zeigen sollte. Ja, natürlich. Wie nett, dass uns das Spiel das jetzt... Essen. Genau, eindeutig. Hier, guck mal. Was halten Sie davon? Na, tut mir leid. Ich mag keinen Hunger. Schade. Ja, ich soll ihm alles zeigen. Ja. Guck mal, ich habe mein Magenta wiedergefunden. Was halten Sie da? Oh, das will er auch nicht. Du hast da auch so eine Aromaflasche, Nur, dass das hier nach nichts riecht. Hä? Das verstehe ich nicht. Die war zwar bei den ganzen anderen Aromatherapieflaschen, aber sie ist anders. sieht sogar anders aus, finden Sie nicht? Eine Flasche Parfüm, die nach nichts riecht, Das stinkt ja gerade zum Himmel, Junge. Was dagegen, wenn ich mir die Flasche mal kurz ausleihe? Ich will sie ins Labor zicken, um sie untersuchen zu lassen. Das Opfer wurde vergiftet. Der Inhalt der Flasche ist also ziemlich wichtig. Kleine Flasche Inspektor Gummischuh gegeben. Ich wusste doch, dass mit dem Koch irgendwas nicht stimmt. Sie verdächtigen Jean Armstrong? Ich weiß über den Kerl Bescheid. Ich kenne sein Geheimnis. Er ist wohl. Das muss dasselbe Geheimnis sein, das Gummischuh vorhin schon erwähnt hat. Ihr solltet es wohl besser mal in die Details einweihen. Was das Geheimnis dieses Armstrong angeht, meine ich. Boah, die Musik. Geheimnisse. Ja, genau, warum sagt es mir nicht einfach? Warum muss ich es anklicken? Ist wichtig. Was ist Armstrongs Geheimnis? Hast du jemals im Trespien zum Mittag gegessen, Junge? Ja, gerade eben. Und, wie war's?
freundlich ausgedrückt, es war ungenießbar. Hey, bei mir brauchst du dir doch keine Gedanken, um deine Ausdrucksweise zu machen. Wir beide wissen doch, worum es da immer leer ist. Wegen des Essens. Ich meine, es ist sauber und er hat ein Mädchen wie Maggie als Kellnerin und... Ja, ich schätze, es liegt wohl am Essen. Das wirklich Interessante an dem Kerl ist, dass er bis über beide Ohren verschuldet ist. Echt? Um wie viel geht's? Das ist die Kopie seines Kreditvertrags. Er hat 500.000 Miese. Eine halbe Million. Reden wir von Dollar? Ja, sicher. Hey, wenn's Pfund Sterling wären, hätte er es recht Probleme. Tut mir leid, die Höhe hat mich einfach überrascht. Tja, dieser Fall ist voller Überraschungen. Und ich wette, der Koch hat mit den meisten davon etwas zu tun. Das sagt mir zumindest mein Gefühl. Johns Kreditvertrag zu Gerichtsakt hinzugefügt. Oh wei, halbes Millionchen. Ja, haben wir doch alle auf der Kante. Ja, aber sowas von. Nein. Tja. Vielleicht auf den Kreditvertrag ansprechen. Der hat er uns gerade gegeben, du. Warte mal, vielleicht können wir uns jetzt ins Tresbien begeben und haben... Nee, ich meine ja den Koch. Ja. Und haben jetzt die Hoffnung und die Möglichkeit, den Koch anzutreffen. Und? Nein, wenn nicht. Naja, vielleicht ist er ja in der Küche. Meinst? Ja, Fleisch. Kocht er gerade was Leckeres? Fleisch? Oder Hummer? Nö. Oder auch nicht. Ach, Scheiße. Gar nicht mehr. Was soll das denn? Naja. Willi. Okay, gehen wir wieder alle Ortschaften ab. Achso, wir können ja auch wieder in die Strafanstalt. Waren wir da gerade? Wieso? Er hat doch gesagt, wir sind hier erstmal fertig in der Strafanstalt. Ist doch keiner mehr da? So, ich dachte, sie kommt wieder. Nee. Doch, sie muss wiederkommen. Gib mir jetzt auf den Vitaminplatz. Da wollte ich ursprünglich hin. Ah, guck mal. Der Vitaminplatz. Am 6. Januar. Der alte Mann ist nicht mehr da. Mist. Und ich habe noch so viele Fragen an ihn. Eigentlich nicht. Stand aber der Roller vorher auch schon da? Nee, stand er nicht. Ich höre Vögelsen. Schmeiß ihn um. Gegentreten. Ein Motorroller. Wer lässt denn sowas einfach mitten im Park stehen? Der Radschutz und das Licht sind kaputt. Da muss wohl jemand einen Unfall mitgehabt haben. Total Schaden. Komm. Da hat aber einer Lust beim Programmieren gehabt. Wie viele A's waren das jetzt bitte? 7. Ja, ist klar. 100 vielleicht. Ach du Scheiße. Wissen Sie's? Du auf jeden Fall. Hey! Was machst du da mit meinem Roller? Das ist unser Doppelgänger. Die Frisur. Stimmt, das kann sein. Eindeutig. Nein, nix. Hast du da mal mit dem Roller rumgespielt, hä? Hast was geschrottet, ja. Nein, neuer Roller. Ist das nicht, Dafür wirst du mir was abdrücken. Ich weiß nicht, ich bin nur zufällig vorbeigekommen. Hey, und wer hat dann bitte auf meinem Sattel was gemacht? Boah, das wird teuer für dich, kapiert? Nein, warten Sie eine Sekunde. Ich bin keine Taube, also kann ich's nicht gewesen sein. Ein Klugschwätzer, was? Scheiße. Ich mach dich so fertig, dass du glaubst, dass du einen Schnellzug küsst. Oh, hallo. Pass bloß auf, die Sache ist noch nicht gegessen. Ich hol mir ein paar Anwälte und dann bezahlst du. Ehrlich gesagt, bin ich selber Anwalt. Danke. Was sagst du da? Gestatten Phoenix Wright, Rechtsanwalt. Phoenix Wright. Du willst Phoenix Wright sein? Ja, das bin ich. Dann bist du wohl auch noch ein Großmaul, hä? Huh? Ich bin Phoenix Wright. Der einzig wahre. Er gibt es sogar zu. Was? Mach Platz. Ich muss los. Er ist weg.
Das war doch nicht mein Doppelgänger, oder doch? Der hat ja überhaupt keine Ähnlichkeit mit mir. Ich mache mir wohl lieber eine Notiz zu dem Motorroller. Motorroller zur Gerichtsakte hinzugefügt, der ganze Roller. Pah! Achso. Das ist bestimmt der Opa wieder. Pah, erbärmlich! Tatsächlich. Oh, Sie sind es, das. Ein paar Drohungen von so einem Halbstarken, hä? Und du siehst aus wie eine Taube, die gerade Körner ins Auge bekommen hat. Waren Sie etwa die ganze Zeit hier? Ich war in der Erdbeere da. Ich musste nachdenken. Ich glaube eher, Sie mussten sich ganz feige verstecken. Sind Sie Stammgast in dem Restaurant, mein Herr? Aber das hatten wir doch, hä? Ich dachte auch, oder? Es ist nur, wenn Sie es da so furchtbar finden, warum gehen Sie dann immer wieder dahin? Ja. Entschuldigung? Achso. Da habt ihr es, ihr dreckigen Tauben, ihr wollt Futter, nehmt das hier. Oh, achso. Ach, das war das, genau. Ah, weil wir haben eine Barrikade. Ich wusste es. Der alte Mann hier hat etwas zu verbergen, aber was bloß? Das fehlte hier gerade eben. Sehr komisch. Dann machen wir mal das Macadamia. Ja. Magenta, bitte. Magenta TV. Ich will Magenta TV gucken. Ja, es ist mal wieder alles verschlüsselt. Très bien, Stammgast. Dieses Mal sagen Sie mir aber die Wahrheit. Warum sind Sie Stammgast eines Restaurants, das Sie so schlimm finden? Ist das nicht offensichtlich? Menschen gehen aus genau einem Grund ins Restaurant, um zu essen. Essen? Ist das auch wirklich die ganze Wahrheit? Ja, was willst du damit sagen? Ich glaube Ihnen nicht, dass Sie das Restaurant wegen des Essens besuchen. Ungezogener Bengel, du wagst es mich zu beschuldigen. Was hast du für Beweise? Weder Sie noch irgendjemand sonst würde jemals wegen des Essens dort hingehen. Würde ich sagen, oder? Klar, easy. Yep, easy. Probieren geht über studieren. Mal sehen, wie es hier mit dem Mittagessen aussieht. Mittagsmenü aussieht. Das ist das Doppel-T-Menü. Das Essen im Tresbien ist grauenhaft und teuer. Das stimmt nicht. Es ist sehr günstig. Hä? Ich bin reich. Ich habe viel Geld geerbt, als ich klein war. Ja, ich bin stinkreich. Ich habe mein ganzes Leben lang noch nie gearbeitet, immer nur Tauben gefüttert. Super. Was für ein Quatsch. Das mit dem Geschmack ist eine andere Geschichte, aber der Preis, ein Klacks. Sie wollen mir also erzählen, dass Sie dort zum Essen gehen, weil Sie zu viel Geld haben? Ganz genau. Ich habe so viel Geld. Ich nehme jeden Morgen ein Bad in meinem Geldpool. Wirklich schade, dass das eine Lüge ist. Hallo Dagobert. Was? Sie haben nicht so viel Geld. Sie sind blank bis auf die Socken. Ja, das links daneben, ne? Das was? Das links daneben. Das, ach so, die Stellenanzeige. Ja, natürlich. Stellenanzeige. Natürlich. Ist doch ja wohl klar. Das gehört Ihnen, oder? Meine Zeitschrift. Warum sollte ein reicher Pensionär Arbeit suchen? Na und? Ha! Na gut, ich hab nach einem Job gesucht. Ich kaufe gerade viel, brauche Kleingeld. Oh. In das Restaurant gehe ich nicht zum Essen, ich trinke dort nur meinen Yawashino. Ja, ich glaube, Sie meinen Cappuccino. Aber egal, wie viel kostet er denn da? $8. Der muss ja aus goldenen Boden sein. Wo liegt dein Problem? Meinst du nur, weil ich alt bin, muss ich Spülwasser trinken? Ist es das? Nein, 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 das ist es nicht. Ich frage mich nur, ob der Kaffee dort wirklich so wahnsinnig gut ist. Nein, ist er nicht. Aber wie auch immer, ja, dort liegen jeden Tag umsonst aktuelle Zeitungen aus. Ah ja, Zeitungen also. Ganz genau, ich soll nicht den ganzen Tag zu Hause rumhängen, also gehe ich dorthin. Tut mir leid für Sie. Aber im Tres Bien liegen keine Zeitungen aus.
Nur Zeitschriften. Die Sportzeitung, das ist das vom Opfer, vergessen, Kritzelei, warte mal. Zeitschriften aus und Artikel, da steht, dass ich zerlegt und meine Mandanten, achso, das war Quatsch. Also, ja, also diese Zeitschrift da unten haben wir ja gefunden und da hat uns ja der Typ erzählt, dass er sowas gar nicht hat eigentlich. Hä? Also entweder, die Zeitschrift da unten, die neben dem Macadamia. Sportzeitung. Genau, die haben wir ja da hinter dem Schrank gefunden. Ja, stimmt. Sehen Sie sich das mal an. Was soll das sein? Diese Zeitung habe ich hinter dem Zeitschriftenständer im Trespien gefunden. Und was ist damit? Das war die einzige Zeitung da und sie ist über einen Monat alt. Was? Sehen Sie, was ich meine? Das Restaurant bekommt keine Zeitungen geliefert. Pah, die hier wurde nur zufällig von einem Gast dort liegen gelassen. Klirr. Verraten Sie mir, warum Sie die Wahrheit unbedingt verbergen wollen? Ich verberge gar nichts. Dann muss ich ihm wohl ein wenig auf die Sprünge helfen. Hören Sie, der wahre Grund dafür, dass Sie so oft ins Trespien gehen, ist... Hallo, wo ist denn... Da. Ja, die Kellnerin. Habe ich nämlich jetzt auch gedacht. Genau. Weshalb fragst du mich nach dem Mädchen? Sie war die Kellnerin im Trespien. Aha. Folglich lautet die Antwort auf die Frage, warum ein alter Mann so teuren Kaffee in einem so miesen Restaurant trinkt? Wegen der Kellnerin. Na, aber ich kenne das Gesicht nicht. Womit Sie wahrscheinlich sogar die Wahrheit sagen. Weil Sie nicht auf das Gesicht des Mädchens geachtet haben, die ganze Zeit. Sondern auf Ihre Uniform. So ist es doch, nicht wahr? Sie waren wegen der Uniform der Kellnerin Stammgast in einem Restaurant. Die Uniform ist alles, woran Sie denken können, nicht wahr? Japanische Tradition. Ich halt's nicht mehr aus. Für Sie war diese Kellnerin ihre... Aufhören bitte, sag nichts mehr. Mixvorlage. Was? Auf das Wort Kellnerin zu sagen. Aufhören, aufhören. Kellnerin, 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 Kellnerin. Ping, ping, ping. Ha. Blockade gelöst. Na, endlich. Also, jetzt raus mit der Sprache. Hm, mein Herr. Ja, es ist wahr. Ich war wegen dem jungen Mädchen da. Gut, ich bin also ein schmutziger, böser, sündiger, alter Lustmolch. Ja, das bist du. nein, so meine ich das doch nicht. Und jedes Mal bestelle ich einen lausigen Becher Jabu Wawashino für 8 Dollar. Alles wegen der Kellnerin. Bestraf mich, sperr mich ein. Ehrlich, deswegen bin ich nicht hier. Da würde es auch, hier würde es auch so gehen, noch 20 Jahre und du weißt, wie es ist. Dann weißt du, wie schmerzvoll es ist, ein alter Mann wie ich zu sein. Nein, wirklich. Hören Sie, mein Herr. Hör auf, mich so zu nennen. Ich habe einen Namen, Kleiner. Also benutze ihn gefälligst, hm? Ich bin Victor Kudo. Ah, Entschuldigung, Herr Kudo. Ihr jungen Leute denkt immer, ihr wisst alles besser, oder? Nun, ich sag kein Wort mehr. Mehr verrate ich dir nicht. Der Kerl hier war im Restaurant, als der Mord geschah. Und das bedeutet, dass ich seine Aussage brauche, egal wie. Hm. Ich bin nicht mal sicher, ob ich seine psychische Blockade gebrochen habe. Ihr solltet versuchen, ihn zu erwischen, wenn er bessere Laune hat. Allerdings, die ganze Arbeit und Blockade lösen jetzt hier, um seinen Namen zu erfahren. Das also ich bin mir ziemlich sicher, wir müssen da vielleicht nochmal mit Maya im Uniform hin. Ja, das denke ich auch. Die kann ihn ja vielleicht dann ein bisschen anheizen. Gut, Freunde, das machen wir aber frühestens erst in der nächsten Folge. Hier ist jetzt Feierabend und dann sehen wir uns hoffentlich alle Mann und alle Frauen zusammen wieder hier bei der nächsten Folge. Macht es gut, schönen Abend euch noch. NRW über 18, adieu. Macht's gut, Leute. Tschüss.